Wir kommen zum Fußball in der Bezirksliga am Spieltag. Jetzt am Wochenende gab es auch wieder einige interessante Spielpartien in der Bezirksliga, unter anderem auch im Sportpark Autoteile Reinhardt in Langerwehe. Der TuS empfing heute zu Hause eine sehr starke Mannschaft, so wurde sie jedenfalls schon in Wochen vorher in den Medien angekündigt. SV Grün-Weiß, Welldorf Güsten. Und wir sind mal gespannt, was da jetzt passiert ist am heutigen Tag. 90 Minuten Fußball im Sportpark, wie gesagt, in Langerwehe. Zugeschaltet der Trainer aus Langerwehe, Herrn Thalik. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Herr Johansson. Herr Thalik, die Pizza war heute wahrscheinlich optimal gewürzt. Zur Halbzeit war auch alles gewürzt und der Nachschlag in der 90. Minute war so kalkulierbar. Nein, definitiv nicht. Alle hatten sich eigentlich schon mit den Unentschieden abgefunden und dann haben wir einfach noch einen Standard bekommen und der schön durch am Ende. Er zieht einen zielumjubelten Treffer. Ziel- und Jubeltreffer in der ersten Halbzeit. Man war ja in den ersten Wochen wirklich schwer angeschlagen, auf die Spiele zurückzukommen, ist jetzt Vergangenheit. Heute war er wirklich ein starker Gegner aus der Region Jülich, Welldorf Güsten. Die haben sich ja sehr gut verstärkt, auch mit japanischen Auswahlspielern. Bereits in der 17. Minute hat ihr Team, sage ich mal, die Facette zugeschlagen und sie hat so, der TuS ist im Sportpark nicht mehr zu schlagen. War das wirklich so? Ja, wir waren sehr stark in der ersten Halbzeit. Also die Führung war hoch verdient. Da haben wir richtig gut Fußball gespielt, haben noch zwei, drei richtig dicke Dinger. Können das schon deutlicher führen. Also die Führung war zu dem Zeitpunkt hoch verdient. Hoch verdient in der 17. Minute Kevin Turner mit der Nummer 9 erzielte diesen Treffer. In welchen Kombinationen ist dies entstanden? Das war eine Flanke von außen, der Diego Orlando legt den Ball ab und der Kevin zieht aus der zweiten Reihe und der geht unten links rein. Wenn man im 1:0 in die Halbzeitkabine schreitet, mit welchen Gefühlen, mit welchen Versionen gehen Sie den Spielern nah? Ja, wir haben ein bisschen gewarnt, weil wir vor 2 Wochen auch eine richtig gute Halbzeit gespielt haben gegen Kerpen und dann nach der Halbzeit schleifen gelassen haben und dann kam Kerpen nochmal auf und das wurde eindringlich gewarnt, aber naja, es wurde nicht so erhört, wie man sich das gewünscht hätte. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, der Warnschuss ist gesetzt worden, aber die Antwort kam von Welldorf Güsten bereits in der 3. Minute, in der 2. Halbzeit, den Ausgleich. Haben Sie daran gedacht, dass die Spieler das doch nicht verstanden haben zu dem Zeitpunkt? In der Sekunde habe ich gedacht, das kann ja nicht schon wieder wahr sein, dass wir da schlafen, die ersten Minuten. Und das hat sich aber ein bisschen angedeutet, weil doch vor dem Ende der ersten Halbzeit immer stärker und hat höher gepresst. Und das waren dann die Konsequenzen draus. Die Konsequenz und wie haben Sie den Ausgleich hingenommen? Der war ja schon schmerzlich für Sie als Trainer und ein paar Minuten später gab es noch eine gelb-rote Karte. Haben Sie da gedacht, jetzt geht das schon wieder rückwärts? Ja, definitiv. Das war ein Spiegelbild von einem Heimspiel gegen Kerpen. Da ist das genauso gleich passiert. Da kriegen wir einen Ausgleich und wir kriegen einen Platzverweis im gleichen Zug. Und das waren noch 35 Minuten zu spielen. Daher hat man dann auch versucht, kompakter zu stehen und nichts mehr zuzulassen und wenigstens den einen Punkt zu sichern. Ja, aber wenn man sich die Auswechselbank sieht, 8 oder 9 Feldspieler auf der Bank, also große Auswahl, also trotz der Verletztenliste. Aber dann haben sie auch reagiert in den letzten 15 Minuten, dann haben sie dreimal gewechselt. War das jetzt eine taktische, eine offensive oder welche Logik stand dahinter? Na, da muss ich etwas revidieren, weil den ganzen Auswechselspielern waren 3 Torhüter auf der Bank, die dann auch zur Not als Feldspieler umgezogen waren, weil wir noch mit eigenen angeschlagenen Jungs sich uns warm gemacht haben. Und nachher mussten wir einfach wechseln. Die Jungs waren platt, die haben über eine halbe Stunde im Unterzahl gespielt, sind viele lange Wege gegangen, haben nicht zugelassen. Und alle Wechsel waren einfach, um frische Kräfte reinzubringen. Ja, dennoch Jubel und Torschrei im Autoteil des Sportpark Reinhardt. In der 90. Minute der Siegtreffer. Wer hat es wieder gerade gebogen? Der Sebi Durando, wir kriegen noch einen Standard kurz vor Schluss und spielen dann in der Box, ich glaube 2 gegen 7 und der Sebi setzt sich richtig gut durch und macht einen super wichtigen Treffer zum 2-1. Ich glaube, wie viel haben Sie da vom Herzen verloren? Wie viel Belastung? Ja, das war super wichtig. Jetzt haben wir natürlich 8 Punkte und können tief durchatmen. Und vor 4 Wochen sah es ganz anders aus mit 0 Punkten. Nach den beiden Auftaktniederlagen, jetzt haben wir jede Woche gepunktet. Und jetzt kann man einfach ruhig weiterarbeiten und hoffen, dass der eine oder andere jetzt noch zurückkehrt in der nächsten Woche. Ja, ist ja interessant. Die lokalen Größen, Düren, Langerwehe, Welldorf, treffen sich jetzt auf 8, 9 und 10.
Also im Moment ist vorne, sage ich jetzt mal, die Jülicher Ecke mehr belastet und die Aachener Jugendsport Venau und Brauweiler hat sich zurzeit, sage ich mal, eindeutig abgesetzt mit 18 Punkten. Wie sehen Sie jetzt die Zukunft in den nächsten Wochen mit Ihrer Mannschaft? Sie haben ja große Probleme, sage ich mal, mit der Verletztenliste. Sie haben es eben angesprochen, drei Torhüter heute auf der Liste. Sind Sie guten Mutes für die nächsten Spiele? Ja gut, jetzt können wir jetzt etwas ruhiger die Spiele angelassen. Wir haben ja 8 Punkte haben wir ja schon geholt und müssen einfach hoffen, dass die Jungs jetzt, die ins Training einsteigen, fitter werden, dass nichts mehr passiert. Und dass die Verletzten auch jetzt mal Stück für Stück anfangen wieder zu laufen und danach auch mit zu trainieren. Wir haben 2 schwere Spiele vor der Brust gegen Viktoria Fresch und danach gegen Brauweiler. Und da wird es schon schwer sein, dagegen zu halten. Sehen Sie da irgendwie ein spezielles Programm auf Sie zukommen? Sie haben es angesprochen, die beiden schweren Spiele. Haben Sie da was Spezielles jetzt im Petto oder machen Sie den Rhythmus so wie bisher? Nein, der Rhythmus bleibt so, wie es ist. Wir machen nichts Besonderes. Wir überlegen jetzt mal, vielleicht eine zusätzliche Trainingseinheit einzubauen in der Woche, sobald die eine oder andere fit ist. Das muss man jetzt noch abwarten. Zurzeit sind wir froh, wenn wir wirklich mal 12, 13 fitte Spieler zusammenkriegen.